Auch nicht schlecht. Karte aufrufen. Wir gehen mal ganz kurz zu mir nach Hause. Aus Seeblick. Ja, tut mir leid. Ich glaube, ich brauche zwergische Metallbarren, oder? Zwergisch? Ich weiß es nicht. Mama, ihr seid zu Hause. Ja. Habt ihr mir etwas mitgebracht? Was hättest du denn gern? Diesmal nicht auf mich zu löchern. Was möchtet ihr? Ich hätte gern eine Puppe. Schon wieder? Oder vielleicht ein schönes neues Kleid. Wo würde ich das bekommen? Naja, ich habe von einem wirklich netten Schneider in Einsamkeit gehört. Das hat man doch schon einmal. Verkaufen die Khajiit vielleicht auch Puppen? Die haben immer die besten. Oh. Sophie, warte mal ganz kurz. Ich muss mal meine stinkigen Truhe nachgucken. Ich glaube nicht, dass ich da... Eine Kinderpuppe. Gut, dann schauen wir noch mal ganz schnell. Pass auf. Ist ganz einfach. Mit und die Butterdummer rein. Pass auf. Nein. An den, die Mehlsäcke, den Milchkrug durch rein. Die Salzdummer rein. Und die Bücher. Die Trübhöhle. Das kann ich nicht rein tun. Krankheit heilen durch rein. Totenbeschwörheilung können wir mitnehmen. Ja. Das durch rein, das da. Mondsteinerze durch rein. Quecksilberbarren. Quecksilber. Die Laterne. Ach du Grüner. Eisenerz da mal rein. Eisenbarren. Ebenerzbarren. Korundumerz. Korundumbarren da mal rein. Silbererz. Stahlbarren. Veredelter Dingsbums, die Mondsteine lasse ich da. 9 Stück haben wir. Wieso haben wir 9 Stück nur? Die zwergischen Metallbarren. Okay. Ich bin mir nicht ganz sicher, brauche ich jetzt Mondsteine? Oder zwergisch? Boah, Alter. So viel wollte ich doch gar nicht mitnehmen. Mondsteine können wir, sagen wir mal, auf 60. Haben wir 12 dabei. Metallbarren, sagen wir mal, 20. Haben wir 9 von denen. Lederstreifen können wir noch lieber tun. Und Leder. Ah ja. Wo habe ich denn jetzt schon wieder hier die Fackel, die Campfackel? Barrikade, der Baumstumpf, der Windschutz, Sitzkissen. Sitzkissen, ich kann mich überall hinsetzen. Auch ohne das Drum. Egal. Du bist ruhig. Ich bin euer Schwert und euer Schild. Ja, das Gefühl habe ich auch manchmal. Die kann sich doch nicht in Luft aufgelöst haben. Wo ist sie denn? Ja? Ihr braucht etwas? Ich habe was für dich. Oh, danke. Eine Kinderpuppe. Danke. Du wolltest doch eine Kinderpuppe. Gut, jetzt muss ich aber los. Ja. Das weiß ich doch. Was für ein hässlich Viech. Karte aufrufen. Weißlauf. Muss vielleicht auch mal einen Punkt setzen. Dann müssen wir das jedes Mal rauf und runter rennen. Das Haus könnte man eigentlich auch mal kaufen. Wie heißt denn eigentlich das Lädchen hier? Der Kupferkessel. Arcadias Kupferkessel. Und wir haben, lass mich raten, schlag mich tot, 7 Stunden warten. Naja, 7 Stunden. Ja. Arcadias Kupferkesselchen. Geh mal rein. Können wir vielleicht noch was investieren? Lasst es mich wissen, wenn euch etwas gefällt. Ja. Was benötigt ihr? Ihr seid also an meinen Zaubertränken und Zutaten interessiert. Nicht wirklich. Hast du vielleicht, nein, hat sie nicht, zufällig Salz oder so?
Zweimal Salz, ich weiß. Schwarzer Seelenstein. Und ich habe nichts zu verkaufen. Nein, ist auch egal. Nein, ich brauche kein Heilmittel. Da sitzt gerade eine fette Fliege auf meinem Bildschirm. Ihr seht etwas blass aus. Könnte sich um eine Ataxie handeln. Die ist zu Hause in Cyrodiil ein ziemliches Problem. Kannst du mal die Fresse halten? Mich in Ruhe lassen? Mit deinem Scheiß, was der Geier, was der da für Probleme hast. Ah ne, der verkauft nur ihr Ding. Die Heiligen hier verkaufen ja nicht auch Seelensteine. Nee, ne? Eorlund Graume. Eorlund Graum. Nee, warte mal. Wo ist denn das? Da oben, ne? Aber das ist doch eher hier, glaube ich, der Himmelschmied. Ich habe eine Menge Stahl zu schmieden. Mir wurde gesagt, dass ihr eine Waffe für mich habt. Ja, ihr gehört nun zu den Gefährten, wie ich höre. Echt? Stimmt? Ich kann jede beliebige Waffe für euch fertigen. Vor euch seht ihr die beste Schmiede in ganz Himmelsrand. Echt? Schmeckt doch nicht. Ich hätte gerne eine Kriegsaxt. Hätte ich gerne eine Kriegsaxt? Nun, das ist eine pfiffige Waffe. Leicht, stark, praktisch. Spaltet ein paar Schädel für mich. Mach ich doch, sowieso. Kriegsaxt des Himmelschmiedestahls hinzugefügt. Nein, ist das übelst. Mal gucken, was der Teil wert ist. Hier. Skyforge. Himmelschmiede. Einmal speichern, einmal benutzen. Ja, sonstiges. Jetzt gibt's Tote auf der Map. Wir brauchen noch Feuerholz. Ich hab's geahnt. Wo kriege ich jetzt Feuerholz her? Ach, ich darf verdammt nur da rein. Blub, blub. Ja, warte mal. Doch, hier. Sag mal, kann das sein, der ist nackig? Skjor sagt, ich hätte Iskramors Kraft und mein Bruder seine Intelligenz. Ja, so wie ich das sehe, fehlt es bei dir so ein bisschen im Hirn. Hier nackig rumlaufen, das geht mal gar nicht. Ich glaube, der war nackt, ne? Oder? Brill? Ohne Wigner wäre ich jetzt tot. Er nahm mich auf und half mir, das Ruder herumzureißen. Lebt wohl, meine Damen. Alter Mann. Das glaubst du nicht, wenn der Tag lang ist. Da unten ist ein Holzfällerblock. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, wir waren hier und dieser kleine Schreihals, wie heißt er doch gleich nochmal hier, dieser, der Bote von na, Belador, hat uns genervt und da habe ich doch meinen Huskarl gesagt, er soll ihm den Kopf kürzer machen. Ja. Und dann ist doch die Wache angekommen und hat gemeint, das geht so nicht, das könnt ihr nicht machen. Naja. Kann mich noch ganz gut dran erinnern. Ist zwar schon ein paar Episoden her, aber trotzdem. War lustig. Lassen wir es mal machen. So, die letzten beiden. Ich weiß gar nicht, so 10, 12 Stück werden wir, glaube ich, haben. Wenn ich mich jetzt nicht... Feuerholz 20 Stück. Alles gut, 20. Ja, ich habe jetzt nicht gezählt dabei. Servus, wie geht's denn so? Na, mal gucken, ob das funktioniert. Können wir noch ein bisschen Schmieden trainieren? Schmiedekunst. Die man ja... legendär haben werden lassen. Ich habe eine Menge Stahl zu schmieden. Was habt ihr zu verkaufen? Hübsche Schmiede habt ihr hier? Die Himmelsschmiede? Ja, meine Clanväter haben dort gearbeitet, seit die ersten Graumähnen nach Weißlauf kamen. Himmelsschmiedenstahl ist der einzige, den die Gefährten verwenden. Aus gutem Grund. Kann ich deine Schmiede benutzen?
Das sind die Gefährten. Seid ihr ein Gefährte? Nein, ist er nicht. Mhm. Ich darf mal. Es geht auch ganz schnell. Ganz schnell. Okay, und zwar Lichtblitze. Nein. Meine Fresse, ey. Nein. Nein, habe ich jetzt das Ding gebaut? Wollte ich doch gar nicht. Was haben wir denn da? Ebenerz, Elfen. Kann ich nur hier machen. Die Pfeile. Den Nordheldenbogen brauche ich nicht. Vielen Dank für die Blumen. Haben wir jetzt gespeichert? Jetzt. Gut. Ja, die Pfeile kann ich nur hier machen. So, die Lichtblitze. Wird dieser Pfeil auf einen Gegner abgefeuert, entlädt sich ein gewaltiger Lichtblitz, der alles Leben um sich herum vernichtet. Achtung, nicht in geschlossenen Räumen verwenden. Die sind übrigens brutalst. Die Dinger. Die kosten aber auch ein Schweinegeld. Naja gut, jetzt 20. Haben wir auch nicht so viel Schaden. Sind ungefähr so wie die Pfeile des Todes. Aber naja. Darf man natürlich nicht verwechseln. Sieht aus wie ein gewöhnlicher. Ist aber kein gewöhnlicher. So, ich würde mal sagen, Karte aufrufen, dann gehen wir mal zu der alten, die immer noch oben in Reach festhängt. Die Truhrdachschanze, das ist mir irgendwie die Schwarzfallhöhle. Ich will da eigentlich nicht hinreisen, aber wenn es abgeschlossen ist, dann ist abgeschlossen. Ich hoffe zumindest, dass da keine abgeschworenen sind. Ja gut, okay, also ich habe da kein Problem eigentlich damit, wenn da welche sind. Werden sie mich kennenlernen. Die Abgeschworenen, meine ich. Jetzt ist natürlich mein Pferd im Weg, ne? Genau in die Ranze. Alter Schwede. Schwarzer Seenstein, mächtig alter Käse-Eck. Aber keine meiner Pfeilen. Schade. Abgeschworenen. Naja. Den habe ich doch gerade auch mit meinen Pfeilen gespickt. Hast du vielleicht von meinen Pfeilen? Nein, hat er nicht. Da steckt übrigens gerade ein Pfeil von dem. Das Ding an, ey. Warum man die Dinge nicht im benutzen darf? Ich habe das Pferd getroffen. Ja, das ist... Ich weiß, ich habe das Pferd getroffen. Tut mir leid. Und jetzt los?